willkommen zum Mittagsreport. Heute etwas früher. Und was Sie sehen, sind Schlauchboote von Greenpeace. Die Aufnahmen wurden vor circa einer halben Stunde gemacht. Greenpeace in den Gewässern vor Heiligendamm. Die Boote, mindestens drei, wurden allerdings von Schnellbooten der Polizei und der Bundesmarine gestoppt. Mit dieser aufsehenserregenden Protestaktion auf der Ostsee möchte Greenpeace auf den drohenden Klimawandel aufmerksam machen. Die Greenpeace-Aktivisten an Bord haben eine Petition für die G8-Teilnehmer dabei, die sie auf diese Art und Weise überbringen wollten. Und ein Sprecher von Greenpeace hat soeben gesagt, das Klimathema ist so dringlich, dass man eine spektakuläre Aktion wie diese braucht, um überhaupt damit auch darauf aufmerksam zu machen. Das erklärte Ziel war eben, an den Strand anzukommen und dann auszusteigen und den G8-Teilnehmern diese Petition zu überreichen. Wie Sie auf diesen Bildern ganz klar erkennen können, ist natürlich dieses Vorhaben gescheitert. Aber viele Kameras waren dabei. Wir zeigen Ihnen die Bilder und deswegen weiß nun die Welt auch von dieser Petition von Greenpeace. Die ganze Verfolgungsjagd nur wenige hundert Meter vom Strand von Heiligendamm entfernt erinnerte eher an einen James-Bond-Film. So nah kamen die Schnellboote und Sturmboote der Polizei auch an die Schlauchboote von Greenpeace heran. Es sind auch mehrere Aktivisten über Bord gegangen. Sie sind dann in der Ostsee gelandet, hatten aber Schwimmwesten an und konnten wieder in den Schlauchbooten geborgen werden. Die Polizei hat die Greenpeace-Boote dann aufgebracht und sie aus der Sperrzone geschleppt. Das Ganze hat sich zum Teil auch vor Kühlungsborn abgespielt, dort, wo das Pressezentrum eingerichtet ist. Und dort ist nun unsere Kollegin Michaela May. Michaela. Genau, und ich bin nicht alleine, bei mir ist Björn Jettka, das ist der Pressesprecher von Greenpeace, der sich nämlich rein zufällig hier auf